hopfliche Schundfunk zuckt noch ein wenig, aber unterm Strich kann man sagen, dass diese Kräfte in Deutschland mittel- und langfristig nichts mehr zu melden haben werden. Trotzdem warne ich ausdrücklich noch vor der letzten großen verbliebenen Blockpartei der SED 2.0, der gefährlichsten Partei Deutschlands, und das sind nicht die Grünen, es ist nicht die SPD, die FDP gibt es ja, glaube ich, auch schon gar nicht mehr, es ist die CDU. Die linke CDU, die so tut, als wenn sie konservativ wäre, die in Wirklichkeit aber nur ein trojanisches Pferd ist, das die Merkel-Agenda weiterhin vorantreibt. Diese letzte politische große Aufgabe muss entschieden verfolgt werden, denn erst wenn die CDU politisch und rechtsstaatlich zerschlagen sein wird, wird der Weg frei sein für ein sicheres, für ein besseres Deutschland. Wer die CDU wählt, wählt links und bekommt auch nur links. Denn die CDU wird auch nur andere linke Parteien an ihrer Seite haben. Und deshalb nochmal ist es so wichtig, diese letzte Bastion der SED 2.0 erfolgreich aus dem Weg zu räumen. Das war's auch schon. Der Wind hat sich gedreht in Deutschland. Jetzt gilt es nur noch, die Sache in den nächsten Jahren erfolgreich zu beenden, um dann generell sagen zu können,